Willkommen zu einer neuen Folge. CK3 mit uns in Königreich Toledo. So, ich habe gesehen, dass es hier eine neue Entscheidung gibt. Verteilt des Glaubens im Baskenland. Konvertiert zum Glauben Era Saharak. Auch sehr interessant. Dafür gibt es nämlich auch ein Achievement. Wenn man das während des Ringenskonflikts macht. Kriegt man schöne neue Sachen wie Kriegslust und fundamentalistisch. Kann man schneller bekehren und so. Das würden wir sogar, denke ich mal, gut schaffen. Dazu bräuchten wir hier die Gebiete. Wir bräuchten hier noch eine der Eigenschaften. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein an sich, ne? Müssen wir mal gucken. Eigenschaft exkommuniziert. Das ist natürlich auch eine Sache. Zwei Tugenden. Ach, hieß es eine Tugend offenbar. Interessant. Stur, mitfühlend, gerecht, tapfer. Oder er hat zwei sündhafte Eigenschaften. Das müsste dann von unserem Glauben sein. Lüstern, hinterlistig, sadistisch. Sadistisch sind wir schon. Hinterlistig wäre noch gut gewesen. Haben wir leider nicht. Aber das können wir halt noch nicht machen, weil ich gerne den Erfolg hätte. Wo ist er? Andaluse Inquisition. Ganze Bären zum Mozarismus bekehren müssen wir dann nämlich machen. Das dauert leider noch ein bisschen. Und das hier natürlich eins von denen. Wahrscheinlich das hier. Iberische Feindseligkeiten. Das hier wäre nicht schlecht. Als Iberische ganze Region Kakasisch Iberien erobern. Warum immer das ist, das muss hier drüben irgendwo sein. Muss man mal gucken. Was war es noch? Müssen wir mal gucken. Das ist hier der baskische Ruhm, genau. Müssen wir mal schauen. Ne? Wie wir das machen. Können wir uns hier. Das ist irgendwie kaukasische Bergen. Ist Kaukasus? Aber wo ist kaukasische Bergen? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Da müsste ich mal gucken, wie ich das finde. Was das sein soll. Ich dachte eigentlich, das ist hier hinten irgendwo. Wo offenbar nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Müssen wir mal sehen. So. Ich glaube nicht so mit der. Achso, Königreich Christian. Das wollte ich eigentlich nicht. Galizien, okay. Ah, das wird ein Dreier. Königreich für Orléans. Ah, sehr cool. Und das hier, Kastilien, okay. Ist doch schön, wenn das dann zu uns gehört. Mal gucken. Und hier oben auch. Ah, das dauert ein bisschen länger, okay. Das hier oben müssen wir dann auch noch überzeugen. Nee, ja doch. Das hier bräuchte man gar nicht. Das von Franzien anscheinend. Nur die Inseln bräuchte man halt noch. Müssen wir mal sehen, ne? Gut. Wir haben noch irgendwas bekommen. Jetzt haben wir schon zwei abgenutzte Handbücher. Na, ganz toll. Super. Während das hier nicht mal reinnehmen. Da fehlt ein Schmuckstück. Fingerknochen. So. Haben wir hier das etwas bessere? Kann man das irgendwie. Kann man nicht. Ich wollte es gern irgendwie weiterverarbeiten, aber offenbar geht das nicht. Na gut, Insignien haben wir gar nicht, ne?
Kann man das? Komm, wir geben meine Insignien in Auftrag. Das geht ja so nicht. Ohne Insignien rumlaufen. Da haben wir nämlich gar keine. So, mach mal was draus. Okay. Ich wollte Andalusien wieder angreifen, ne? Habe ich gesagt. Machen wir das gleich mal. Auf geht's. Rein da. So, war dann seine Hauptstadt da unten. Moment, komme ich da direkt hin? Das wär's natürlich. So, da ist der Belagerer. Wir kommen hin. Perfekt. Stellst dich mal hier rein, da kannst du das schon mal belagern. Oh Gott. Okay, da brauchen wir wieder Mutz viel Zeug. Bist du in der Hauptstadt? Nee. Sieht nicht so aus. Ui. Offenbar gut befestigt hier. Jemand beeindrucken. Ja, komm. Beeindrucken wir ihn mal. Was? Aufgeflogen? Was ist das denn? Ach so, ein Mist. Es ist echt aufgeflogen hier. Dann würde ich mal sagen, wir brauchen noch so 1, 2, 3, 4, 5 Agenten. So. Ich hoffe, das klappt so. Ich bin immer noch der Haupterbe. Das dauert aber lange hier. 11 Monate. War das Ding so weit ausgebaut oder warum dauert das zu lang? Festungsstufe 6, okay. Ah, die hat die einfache Erdwelle drin, deswegen wahrscheinlich, ja. Yay, na gut. Man könnte natürlich auch einfach stürmen, aber es gibt sehr viele Verluste. Foltern und hinrichten, wunderbar. Wenn ich dich jetzt foltere. Geheimnis entdecken. Machen wir das doch mal. Das ist wahnsinnig. Okay. Auch kein Geheimnis bekommen. Oh, ist er gestorben? Hat sich das gerade abgespalten? Okay. Na gut. Ist mir auch recht. Was ist denn da oben los? Achso, da. Kämpfen die hier um die Titel. Das macht aber gar nichts. Was ist da los? Bezugeln, ein kleiner Sprachchor. Seid grüßt, mein insbesondere Cousin Coronde, selig lächelnd. Bin sehr Erziehung eures Sohns Alfonso interessiert. Ich spreche fließend Arabisch, eine Sprache, die sehr nützlich für ihn sein könnte. Für 180? Dann erinnert das Arabisch. Ja, warum nicht? Oder angespannt. Ja, warum nicht? Kann nicht schaden, ne? Würde ich mal behaupten. Hoffe ich mal zumindest. Sehr. Oh, was haben wir hier drüben noch Schönes? Ist irgendein Gebäude. Alhambra Festungsruin. Eine römische Verteidigungsanlage. Interessant. Sehr interessant. Brauchen wir aber weniger, glaube ich. Was war denn das jetzt? Schon wieder schwanger. Yay. Macht mein Komplott. Reise. Wälder. Ja, mach mal. Es entkommen.
Geheimnis versucht der Mutterhallen. Kann nicht wahr sein. Jetzt stirb halt. Da, Waffenstillstand. Wieder oben, nee. Geflügelter Bode. Mutter erhält Brieftaube, nee. Nee, nee, ist so riskant. Das passt schon. Oh, gefährliche Fraktion. Wer denn? Baumpöbel? Ja, ist okay. Die können ruhig kommen. Ah, die oben haben weißen Frieden gemacht. Wir haben ein Artefakt bekommen, das Hausbaname bekommen. Außereheliche Affäre. Okay. War das Geheimnis? Immer diese schwere Nöder hier, echt schlimm, du. Ja, dann gehen wir darüber. Siegeln von Hayal. Oh. Ist jetzt nicht schlecht, ne? Also. Kann man schon mal nehmen. So, hier habe ich irgendeinen Hausbanner bekommen. Die müssen auch mal reparieren, hä? So. Die sind nicht ausgestellt, die können mir eigentlich egal sein. Die kann ich aber nicht wirklich nutzen. Da drüben war auch noch was, wo wir was hin hätten stellen können. Noch ein Tag. Perfekt. Gehst du mal da hin. Sollen wir da einmal reinreiten? Müssen wir das? Na. Vom Herrscher befehligt. Ja, könnte man machen, ne? Mann, die sind echt gut befestigt hier, also, mein lieber Scholli. Sie weben eine Webeinspiration. Ein Teppichartefakt. Nee. Nee. Das muss echt nicht sein. Nicht wirklich. Wenn die jetzt angreifen hier. Genau, verpiesel dich mal. Oh, erwischt man den noch? Oh, mehr erwischen ihn noch. Ist ja super. Oder auch nicht. Verdammt. Bleib stehen. Ich möchte nur gegen dich kämpfen. Oh, zwei Töchter bekommen. Margarita und was? Majora? Christina klingt auch gut. Ah, okay. Intelligent und noch ein Genie. Oh, sehr geil. Könntet ihr mal kommen? Danke. Oh, 98%. Wow. Okay. Das ist ja ordentlich. Entfleucht, ungeduldig. Okay. Das sind aber keine guten Voraussetzungen hier. Würde ich mal sagen. Prozent. Das soll ja alles ja machbar sein. Wenn wir das Zeug befreien, oder? Der Wald meiner Träume, was? Durch meine Bemühungen wahrhaft gefürchtete und das Begriff Persönlichkeit zu werden, ist eine große Anzahl schuldiger und irriger Personen in meinen Kerker gelandet. Der Kerker ist bis zum Rand mit gewarnt, geredet und ungewöhnlich Verbrechungen gefüllt. Vielleicht ist eine Zeit, das Ende bereite und dabei toiletisch dienen. Was? Ich stelle mir einen Wald vor, der voll von aufgespießten Abschauern verrät und ein ganz Toledo umgibt. Eine grauenvolle Warnung an jene, die Erwähnung ziehen, den König zu verraten.
und sehe Utman, gefehlt vor mir, umringt von Gemeinen, die sein Schicksal teilen. Muss diesen Traum noch verwirklichen. Diese der Tyrannei durch eure Untertanen 5 Meilen von euch verlieren. Okay. Gefangener von uns. Aber kein Vassal, ne? Der hat nur einen Anspruch. Eine kleine Sammlung von Leibern sollte ausreichen. 20 Tür. Okay. Jeder muss mich fürchten. Da töten wir alle. Okay. Bei Gott, das kann ich nicht tun. Jeder muss mich fürchten. Oder das Erste. 300 Ränkespielerfahrung. Jeder muss mich fürchten. Schreckliche Herrscher, der Wald der Leichen. Endlich ist meine Vision im Wald aus den Leibern zahlloser Verbrecher Wirklichkeit geworden. Und ich schlendere gemütlich umher. Kleidet vom Krächzen der Vögel in leisen Pochen des schalen Blut auf den aufgeweichten Boden tropft. Schicksal wüsste, was? Im Abschluss meines Spaziergangs atme ich noch einmal das tödliche Miasma ein, ehe ich zufrieden meinen Werk den Heimweg antrete. Nun wird jeder meinen Namen König Antonius von Toledo fürchten. Oh, der Fehler heißt mir jetzt. Wie geil. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, wie wir an den Namen kommen. Wie geil ist das denn? So, komm mal hier rüber. Du auch? Wir haben da einen Kampf zu führen. Jetzt fürchtet uns jeder. Aber leider noch nicht die Bauern. Töbel. Die mag uns auch nicht besonders, weil... Ach, wegen wieder Clan-Vasallen. Wie nervig. Ah, er kommt nicht. Er traut sich nicht. Das ist die Bulgärsprache. Er lernt es sehr schön für dich. Komm du mal hier rüber. Jetzt hängen wir wieder bei 98% rum, oder was? Und wieso kannst du das Ding erobern so schnell? Das soll mal einer verstehen. Ein neuer Ringespiel. So. Wieder vergiften oder was? Okay. Jetzt hat's geklappt. Geht doch. Und wir haben mal ein bisschen was geerbt. Wie geil. Was? Ich habe nicht Cordoba zurückbekommen. Wieso das denn? Achso, mir wird zu viele Herzogtümer. Ja, das ist doof. Da war ja was. Wir könnten das hier oben abgeben. Wir könnten das hier abgeben. Nee, das Königreich. Moment. Welche haben wir? Das hier. Nur Männerbundteilung. Entfernen wir mal. Männliches Vorrecht. Gesetz hinzufügen. Ach, da haben wir nur diese Sachen. Okay. Könnten den Titel auch vernichten. Also die Jurassic und Herzog Vassal verlieren 10 Jahre 25 Meinungen von euch. Ist ja nur der eine, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Ich glaube, damit kann ich leben. So. Jetzt nur der eine angepisst. Nein, nicht mal.
Geht so. Und du? Auch nicht. Na, so super. Jetzt hat er hier natürlich dieses schöne Grafschaft sich geholt. Ne? Das ist natürlich sehr doof. So, jetzt müssen wir aber die Titel wieder vergeben. Königliche Wälder werden hier gebaut. Oh, ich glaube, das behalten wir. Tatsächlich. Wir geben das hier hinten einfach ab. Örtlichen und das hier oben auch. Oder? Ja. So. Der mag uns auch nicht besonders. Oh, hier ist was befreit worden. Offenbar. Sehr cool. So, wir haben immer noch ein bisschen zu viel Titel. Einen müssen wir noch abgeben. Ich würde sagen, wir geben... den hier ab. Nehmen wir wieder den örtlichen. So, jetzt passt das wieder. Den einen Herzog bin ich wieder losgeworden. So, göttliche Vergeltung. Scheint so vor Tyrannei. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn wir hier noch runtergehen. Mehr Freunde als Zeit. Oh. Ah, Malik Mansur könnte mal loswerden. Oder den hier, Graf Ramior. Oder 60 Anspannung kassieren. Hm. Den Graf Ramior, so. Aha, jetzt kommen die Bauern. Am Arsch der Welt hier. Ganz toll. Das finde ich nicht okay. Können wir ein paar abspalten? Pikeniere. Könnt ihr noch mit darüber kommen? Müssten da mal kurz und so. Ja. Kurz zusammenschließen. Danke. Und rein da in die Luzi. Grenzen des Glauben. Mein Masai tritt direkt an mich ran. So wie Kenningen Feindes Franken geraten. Sieben Schrecken. Nee. Nehmen Sie eine Freundschaft. Graf Imran konvertiert. Das finde ich nicht gut. Jemand soll einen Priester rufen. Vielleicht Meinung. Okay. 76% Freundschaft. Nähern und festlichen Glauben. Druckmittel? Mach mal ein Druckmittel, komm. Und schon wieder schwanger, hier ist Sarah mal. Und Hingabestufe erhalten. Oh, wir sind ein richtiger Tugendheld. Pause. Wo ist denn die Armee? Armee ist weg. So was aber auch. Wir werden hier diese Truppen nehmen und uns mal um die Baumpöbel da kümmern. Okay, Schiff geht offenbar schneller. Soll mir recht sein. Ein bisschen eblos noch die eine Provinz holen. Immer diese ganzen Sünder. Ist ja schlimm. Ah, Frühgeburt.
Wer bist du denn? Da wollte ich jetzt eigentlich nicht reinlaufen. Kuriositäten aus fernen Landen. Versteht Menschen. Lass mir erzählen, was sie weiß. Jo. Klingt gut. Gibt mir das jetzt Kriegsstand? Nee. Leider nicht. Leerer Ratsposten. Ach, endlich ist er tot hier. Der hat mich schon ein bisschen genervt. Das muss ich schon mal so sagen. Hohe Steuern. Oh. Der ist ja gar nicht. Dingens hier. Was ist denn da los? Die sind ja gar nicht konvertiert hier oben. Das geht so aber nicht, Freunde. Einfach katholisch sein. Ich glaube, der spinnt. Du bist der Haupterbe. Da kann ich leider nicht die Bekehrung verlangen. Sehr schade. Wir haben keine Komplotte mehr am Laufen. Okay. Dann werden wir mal kurz hier hochschauen bei den Leuten. Wir fangen mal mit dir an. Wir werden dich mal beeinflussen. Du gehst wieder auf Komplotte stören. Wir könnten noch die Kultur fördern. Oder Kulturakzeptanz fördern. Ja, wahrscheinlich besser, oder? Kultur, wie schaut's denn da aus? 79, naja. Ui. Der wäre zugelegt hier. Das finde ich aber gar nicht gut. Oh, Hoftutor ist tot. Ja. Auch mein Kniefall. So. Wir haben das erledigt. Wunderbar. So, damit haben wir jetzt Andalusien hier vertrieben. Einstweiliges Misstrauen. Sind hier bekannt. Wie sehr höfliche Intrigen und Komplotte lieben. Sie können es an meinen Vorteil nutzen. Okay. Meine Höflinge wissen bereits, dass sie nicht gegen mich intrigieren sollten. 50 Ränke Spiel, aber hier kriege ich 100. Machen wir doch lieber das. So, dankeschön. So, da oben gab es Aufstand. Dann kommen wir doch euch mal entgegen. Okay. Da kümmern wir uns erstmal kurz um die. Almeria müssen wir abgeben. Machen wir das mal. Ah, ein Herzog, okay. Und hier ist auch noch einer. So viele Herzöge. Der ist baskisch, okay. Andalusisch, Andalusisch, Galizisch. Kann man dich irgendwie überzeugen? Grafschaft Alencon, okay. Vasall verleihen. Moment. Können die Bande ändern? Oh, wir können Malikat von Andalus übernehmen. Für 500. Können da ein bisschen Lösegeld rausschlagen. Können Titel geschaffen werden. Ja, jede Menge. Können noch ein Königreich schaffen. Nee, lass mal. So, Titel an rechtmigen Dingens übertragen. Machen wir das doch mal. Ah,
Da muss ich aber erst mal gucken. Ah, okay. Du willst den da drüben? Da muss ich auch erst mal gucken. Okay. Du willst das da oben noch? Können wir auch noch machen? Du willst noch den da drüben, okay. So. Mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Ja, jetzt haben wir nämlich so ein paar neue Typen. Die ein paar Ratsposten wollen, ne? Aber die haben alle keine guten Werte, muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht. Weil wir können sie einfach töten, ne? Dann sind sie aus dem Weg. Die mögen uns alle nicht besonders. 10% Bekehrung. Ja. Oh, ich kann den Titel aberkennen. Terror verlangen wollen sie auch nicht so wirklich. Kein Bündnis als mächtiger Clan-Vasall. Okay. Können wir eine Heirat arrangieren? Töchtern vielleicht? Ja. Aber Matrilena, geht das? Das soll die erreichen, oder? Tochter, Tochter, Sohn, 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 Sohn. Ach, das ist ja sogar ein Sohn. Machen wir das mal. So. Sind nicht mehr ganz so eingepieselt. Und der hier? Passt so, ne? Jo. Ja, müssen wir noch die Meinung mit dem verbessern. Dann sollte das passen normalerweise. Und ihr müsst erstmal jetzt da hoch und euch um diese verdammten Rebellen kümmern. Gucken, wer schneller ist jetzt hier. Da bin ich mal gespannt. So, komm du mal hier rüber. Ah, er war tatsächlich schneller. Oh Gott, braucht er lang. Aber die sollen dir eigentlich reichen, oder? Na, komm. Ja. So, mal hier kurz zusammenschließen. Frühgeburt. Schon wieder. Sag mal. Was die Baumpöbel hier beseitigen. Machen hier einfach einen Aufstand. Los zu sein. Geht ja gar nicht. Sehr schön. Ja, der hat einen ganz guten Wert eigentlich. Ja. Könnten auch hinrichten. Köpfen. Foltern? Nee. Freilassen verhandeln. Rekrutieren? Schwaches Druckmittel. Hänger beschäftigen? Zum Hofhänger ernannt. Wir werden ihn erstmal rekrutieren und Druckmittel machen. Dankeschön. Er mag es nicht besonders. Er ist wütend. Das war's. So. Oh. Da hat sich jemand aufgelöst. Oha.
Das sollte ich mir das mal schnell schnappen hier, bevor es der Dingens macht, oder? Würde ich sagen. Irgendwelche Fraktionen, die Ärger machen? Nö. Das ist gut. Da wird beeinflusst. Da wird nicht aufgestockt. Da kann man nochmal das Angebot vergrößern. Aufgebot, nicht Angebot. So rum. Da passt das nämlich auch. Kriegeorden haben wir auch noch nicht gemacht, ne? 520 Frömmigkeit fehlt. Okay. Na gut. Schauen wir mal. Kriegen wir auch noch hin. Eine Party. Yay. Ist ein Party schade nicht? Würde ich behaupten. So, wie geht's dir so? Spielererbe Sohn Vasallenmündel, ja. Genau. Das ist korrekt. So, jetzt müssen wir nochmal schauen wegen Bekehrung und so. Ja, die wollen alle nicht so wirklich, ne? Leider. Das ist doof. Muss ich mal sagen. Vielleicht sollte ich erstmal die mächtigen Vasallen beeinflussen, ne? Wäre wahrscheinlich besser. 15% Wahrscheinlichkeit. Können natürlich auch ein Geschenk schicken, was ein bisschen zu teuer ist für meinen Geschmack. Könnten ja Artefakt schenken. Sowas hier. Kein Interesse, okay. Krone auch nicht, so ein Schwert. So. Wir haben ja zwei von den Dingern. Gehen wir auf das andere noch rein. Naja, wieder die Gewänder beschmutzt hier. Sowas habe ich ja gern. 33%, ne? Einfluss mit dem mal. Geschenke ein plus 18. Naja, gut. Gut, dann würde ich mal sagen. Das Wasser ist nur wieder verhüllt, ne? Gutes Stück fahren gekommen, viel ist es nicht mehr. Und dann können wir uns den Rest noch schnappen. Bis dann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.